Genau jetzt. Ein bisschen Sport hängt auch gut. Die Sportsendung wird auch von der Gruppe Mutuelle präsentiert. Versichert genau jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Sendung Sport. Heute begleiten wir den Olympiahoffnung bei der Saisonvorbereitung, wie er begeben sich aufs Glatteis und wie er befassen ist mit einem Rallye-Pilot mit ganz speziellen Interessen. Hier sind diese Themen in der Übersicht. In Teche ist der Benjamin Wagger diesen Sommer gegangen. Das Ziel: bessere Laufleistungen. Gleis statt Fisp heisst es für die Oberwalser Görler seit diesem Sommer. Am Wochenende hat man neue Hallen unter Wettkampfbedingungen getestet. Natur statt Adrenalin heisst es für den Mike Coppens in seiner Freizeit. Ein Porträt über den Unterwalser Rallye-Pilot. Die Wintersportler stehen vor einer besonderen Saison. Im Februar sind Südkorea nämlich Olympische Winterspiele. Die Basis für gute Leistungen oder sogar Medaillen an dem Grossanlass wird im Sommertraining gelegt. Der Benjamin Wagger, die Lokomotive von der Schweizer Equipa. Das Bild kennen wir. Jetzt will der beste Schweizer Biathlet von der Gegenwart euch international nochmal einen Schritt vorwärts machen. Dafür hat der Wagger hier sein Sommertraining leicht angepasst. Im Juli war er im Höhentraining im Südtirol. Drei Wochen oben auf dem Berg, ein bisschen mehr oder weniger allein hier geschlafen und über Tag nicht mit den anderen das Training gemacht. Das war ein bisschen ein Experiment. Beim Aufenthalt in der Heche produziert der Körper unter anderem mehr rote Blutkörper. Das sorgt dafür, dass mehr Sauerstoff aufgenommen und im Körper besser transportiert wird. Das Leistungsvermögen steigt. Der Benjamin Wagger fühlt sich aber im Training mit den Teamkollegen das erste Mal gar nicht gut. Ein riesiger Krampf gewesen. Plötzlich so auf einmal hat das gewechselt. Da bin ich mit vielem besseren Gefühl, ohne grosse Anstrengung. Ja, bin ich eigentlich nachher innen vorne weggelaufen. Und verschiss, wäre das nachher deutlich zu schnell gewesen. Und mir hat das eigentlich tiptop gepasst. So. Beim Benjamin Wagger zeigt das Höhentraining der gewünschte Effekt. Szenenwechsel. Wir sind zu Mocklingen. Der Experte von der Eidgenössischen Hochschule für Sport weiss, beim Höhentraining gibt es auch Risiken. Das Krankheitsrisiko steigt, man schläft vielleicht nicht so gut in der Höhe. Das Training ist auch nicht so einfach, um in der Höhe richtig zu gestalten. Also es gibt auch Negativpunkte. Und die positiven und negativen Punkte, die muss man sorgfältig abwägen. Man muss es auch mal ausprobieren, wie der Benji das gemacht hat. Jedes Jahr vor dem Saisonstart macht der Benjamin Wagger einen Leistungstest. Hier ist der 28-jährige Gäschiner gerade beim Stufentest. Am Anfang sieht das noch recht gemütlich aus. Aber je länger das geht, desto stutzender wird es. Und am Schluss wird es brutal hart. Ziel 3 Minuten. Go, go, go! Heute hast du drauf, Benji. Das hast du drauf. Go, go, go! Super, jawohl! Dranbleiben, dranbleiben! Sauber! Sehr streng war voll ins Limit gegangen, wirklich bis 105%. Und dann ist man halt nachher auch dementsprechend ein paar Minuten ein bisschen kaputt. Kaputt, aber zufrieden. Der Gummer schließt den Test mit persönlicher Bestleistung ab. Für so ein Resultat zu machen, sind eine Haufen kleine Putzleteile in Ethik. Das Höhentraining im Juli ist eines davon. Es ist natürlich ein sehr gutes Signal auch für ihn. Er kann beruhigt sein, er weiß, er hat gut trainiert, die Form stimmt und kann das nachher hoffentlich auch auf dem Schnee so umsetzen. Schlussendlich weiß ich ja, dass ich gut hat trainiert, dass ich einen guten Sommer hatte, dass ich mich jetzt auch gut fühle. Und wenn natürlich das einfach ein weiterer Faktor ist, was stimmt, gibt das einem sicher ein bisschen Zuversicht. Und mittlerweile weiß ich halt auch einfach, wenn man das ordnen muss. Ein Garantie für starke Resultate im Winter ist nicht. Das weiss der Benjamin Wagger aus eigener Erfahrung.
Erst vor ein paar Wochen hat mir jetzt Gleis das Sportzentrum Ischia Arena eröffnet. Eishockey wird gespielt, Josaika und Budo praktiziert und getanzt. Aber auch die Görler dürfen sich über neue Infrastruktur freuen. Es ist eine Jubiläumsausgabe, aber auch eine Premiere. Die 50. Fischbrkonno ist gleichzeitig das Eröffnungsturnier der neuen Arena im Gleiser Gäschina-Quartier. 24 Teams sind mit dabei. Ein guter Teil spielt mit Heimvorteil um eine gute Klassierung. Ein Schub andere Teams sind aber auch unser Deutschschweiz angereist, für die Bedingungen in Ischia Arena auszuprobieren. Und wenn man sich also umlässt, gibt es nur Positives zu kehren. Es ist gehörlich sehr gut. Es ist eine super Atmosphäre. Natürlich für die Zuschauer ist es super. Sie sind hier oben an der Tribüne, wo sie nach einer Zühle das Spiel verfolgen können. Sie haben ein Display da, wo sie immer auf beiden Seiten die Rings sehen. Und so ist natürlich die Match zum Verfolgen sehr interessant. So, mittlere, schwächere Mannschaften wie wir sind, wir müssen da nicht zuerst ein bisschen dran gewinnen. Es ist sehr, sehr feines Eis. Es ist sehr gut gemacht. Die Hallen ist angenehm. Es ist nicht kalt, es ist nicht zu warm. Also es tut mehr Görle zum Beispiel wieder in unserer Halle. Und das ist noch spannend, so ein bisschen verstecken und so, wenn man die Länge hat. Das ist schön. Die Tischqualität ist unter Görler immer ein grosses Thema. Das ist bei Anfängern so, aber auch bei denen, die schon auf eine erfolgreiche Karriere zurückschauen darf. Das Niveau hier von mir ist sehr gut, muss man sagen, wenn man es vergleicht international. Wenn man vorher in Fisch gespielt hat, hat man gemerkt, dass die Steine nicht so gut in Görlo. Das heisst, es war viel weniger variantenreich durch das. Man musste auch viel härter spielen. Die Halle selber war viel kälter, was hier jetzt eben die Ambiance halt sehr angenehm macht. Man kann sehr viel bewirken im Wischen. Und die Taktik ist durch das auch viel mehr im Vordergrund. Jahrzehntelang war die Liedernhalle zu Fisch die Heimat von Oberwalliser Görler. An die Zeiten deicht man gleich ein bisschen mit Wehmut zurück. Auch wenn die Bedingungen jetzt zu Gleis um ein Vielfaches besser sind. Ja, sicher muss man die Halle antreuen, weil das ist etwas, was seit 1962 irgendwie existiert, der CC Wisp. Und es ist etwas ganz anderes gewesen. Da unten müssen wir sie Guckskappe anlegen, haben wir müssen für das Spiel, als wir Janis geholt haben. Und hier kann man richtig normal und Görling uns richtig gehören. Die Viertäufe ist mit dem Eröffnungsturnier definitiv gelungen. Der Vereinspräsident ist sehr zufrieden mit der neuen Heimat von Schiel und Club. Zu verbessern gibt es noch Kleinigkeiten. Wir haben eine gewisse Abdeckung von Ice King haben wir noch nicht. Wir haben die Uhr, die wir bestellt haben, eine laufende Zeituhr. Das wollten wir unbedingt auch noch integrieren, hat leichte Verspätungen. Aber trotzdem kann man sagen, es ist zu 95%, sagen wir mal so, ist es wirklich ein gelungenes Werk. Wir bleiben gerade beim Görling. Beim Turnier um die Fischbrkonne war eine ganz besondere Equipe mit am Start. Eine, die den Zuschauern sofort aufgefallen ist. Aber schaut am besten selber. Es ist nicht emotionaler wie bei den anderen, aber wir sind halt sehr visuelle Menschen. Wir haben halt ganz viel Bewegung bei Istri und wir kehren ja nichts, oder? Darum sind wir alle so visuell ganz fest fixiert und dann schauen und müssen halt ganz viel einander immer zeigen, ob man soll wischen, ob man Stopp soll machen. Haben wir dann natürlich auch so Gebärden miteinander abgemacht. Und bei den Hörenden, die können das alles mit der Stimme machen. Und wir, durch das, dass wir nicht kehren, sie halt wie sehr in Bewegung. Wer dem Quartett vom Görling Club Wollisellen zuschaut, dem folgt direkt die Begeisterung für den Sport auf. Von ihrer Gehörlosigkeit lässt sie sich nicht behindern. Man kennt sie seit Jahren, die Kommunikation ist darum schnörkellos. Die Meinung zeigen sie einander in aller Deutlichkeit. Bei der Verständigung mit den Gegnern hingegen gibt es schon das eine oder andere Hindernis zu überwinden. Ja, es sind eigentlich nur so kurze Sätze, die da sind. Man würde zum Beispiel sagen, gut, Stein, haben es gut gespielt. Es sind einfach ganz kurze Sätze. Es ist nicht eine grosse Kommunikation, die da stattfindet. Aber zum Beispiel, wenn wir nachher zusammenhocken bei einem Apero, dann probieren wir zwar miteinander zu hängen, aber meistens bricht da die Kommunikation ab, weil häufig einfach ein schlechtes Mundbild kennen wir einfach nicht gut ablesen. Und dann aber halt schreiben,
Also ich habe schon Turniere erlebt, die sind am Abend im Ausgang mit uns, die tanzen mit uns, die integrieren sich sehr gut. Also das ist kein Problem. Wir haben ja gelernt, mit ihnen umzugehen. Es müssen wir uns anlängen, wenn wir etwas reden wollen, wirklich deutlich reden. Halt manchmal schon ein Blatt Papier vornehmen und schreiben. Aber sie haben sich sehr gut integriert. Gehörlos im Görling, in der Schweiz eine Rarität. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Also, ja klar, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Kanada schauen, da hat es extrem viele Gruppen Gehörlose, die da Görling spielen. Also es sind über 600 Leute, 600 Clips sogar. Und hier in der Schweiz aber nur 12 sind. Darum ist das natürlich auch gut von der Integration. Auf der nationalen Bühne spielt das Quartett darum meistens gegen Kehrende. Gegen andere Gehörlose geht es dann vor allem bei internationalen Turnieren. 2009 hat es WM Silber und 2013 Bronze bei der Weltmeisterschaft gegeben. Das Eröffnungsturnier in Niger Arena ist für den Christoph Siedler ein Heimspiel. Wohnt der 47-Jährige zwar im Kanton Zürich, aufgewachsen ist er aber zu Nothersch. Ja, genau, das ist so. Ja, im Internet habe ich gesehen, dass sie eine neue Görlinghalle hat hier zu Brügge. Und dann habe ich gedacht, ey, super, dann machen wir doch gerade nachher noch mit. Haben wir gerade direkt angemeldet, dass wir hierher kommen können. Und jetzt sind wir einfach da. Und ich denke, das nächste Jahr kommen wir wieder. Das gefällt mir sehr gut. Eine Bereicherung für das Turnier war es auf alle Fälle. Spielerisch und menschlich. Vom Eiswechsler auf den Gudrom. Zunder Wallis war der letzte Tag im Rennsportfieber. Genauer gesagt im Rallye du Valais-Fieber. Beste Walliser ist hier der Mike Coppens gekommen. Ist ein Porträt. Das ist der Mike Coppens, wie man ihn kennt. Rallyefahrer, auf der Jagd nach dem Adrenalin, immer auf der Suche nach der perfekten Kurve. Der Motorsport als Ventil, sozusagen das Geniessen auf Hochgeschwindigkeit. Das ist für mich wie die Zeit anhalten. Sieht läuft es nicht gut, aber auch dort eigentlich nichts anderes. Es gibt nur mich, das Fahrzeug, mein Team. Das ist der einzige Sport, wo mir das geben kann. Das ist der einzige Sport, der mir diese Sensation gibt. Sieht, wenn es gar nicht läuft, will die übermorgen einfahren, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich arrive à bien accepter la chose. Aber hinter dem Pilot gibt es den anderen Mike. Ein einfacher, einer, der gerne nach der Natur ist. Vor gut zwei Jahren hat er angefangen, Schwinkenitz zu züchten. Etwas, was er schon lange wollte machen. Ich habe immer gesagt, dass Tag mache meine eigenen Produkte, meine Würste und so weiter. Das ist das, was mir gefällt. Wenn es nur wäre, Schwinken haben und sie nachher ins Paradies schicken, würde ich sagen, gut, das interessiert mich nicht. Was mir gefällt, ist aber, dass ich es tags so weit bin, dass ich alle Produkte von Anfang bis am Schluss begleiten kann. Bis zur Verarbeitung. Dann kann ich das alles verbessern und am Schluss perfekte Sachen geniessen. Und faire en sorte que le produit au final dans l'assiette soit magique. C'est ça qui me botte. Alors, c'est un peu le paradoxe. Es ist schon ein bisschen paradox. Du pflegst die Tier und am Schluss weisst du nicht, was mit ihnen passiert. Letztes Jahr habe ich mich flennen. Dieses Jahr wird es aber gleich. Und cette année, je sais que ça va être la même chose. Die Zucht als Leidenschaft, auch wenn es nicht gerade ins Bild passt. Der Mike Coppens hat verschiedene Facetten. Er bewundert die vielen verschiedenen Sachen, die das Leben einem bieten kann. Im Winter Ski, im Sommer ist er Golflehrer. Er hat sein Kleinparadies in Zverbier gefunden. Im Winter fahre ich da oben ein Rennen mit meinen Kindern. Im Sommer spiele ich Golf. Besser könnte es nicht sein. Es ist difficile de faire mieux pour le moment. Jeden Tag gehe ich vorwärts. Ich habe gar nicht Lust, hier wegzugehen. Die Schwinkenitz, Golf, die Skifahren. Es gibt Leute, die zahlen, um hierher zu kommen. Ich muss nur am Morgen aufstehen. Für was will ich hier weg? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir ailleurs? Das war es von der Sendung Sport für diese Woche. Merci vielmals für euer Interesse. Im Namen des ganzen Kanalin-Team wünsche ich auch noch einen schönen Abend.
Sportsendung ist auch von der Group Mutuelle präsentiert. Versichert genau jetzt.